Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, wir haben ja in der letzten Folge hier oben angefangen, unser Windrad-Center zu bauen, weil die hier oben wesentlich mehr Strom kriegen. Immerhin haben wir hier eine Erhebung von 90% und ein Terraforming-Boost von 69%. Obwohl ich irgendwie glaube, das hat damit zu tun. Bitte, wenn wir auf 100% sind, gibt es einen 100% Terraforming-Boost. Wäre natürlich geil, bitte, dann machen wir ordentlich. Und um gegen Stromausfälle vorzubeugen, hätte ich die Idee, dass wir hier... Ach, come on, das hätte sich cool ausgegangen. Ich wollte einfach hier noch so ein paar Batterien hinstellen, die dann sich auffüllen können. Und hier unten würde ich gerne noch eine Carbonfabrik hinstellen. Wie viel brauchen wir denn aktuell dafür? Terraforming. Können wir rein theoretisch 2 bauen, oder? Ja, easy. So. Ein bisschen Carbon. Die sollten eh sich miteinander verbinden. Dann sollte der Boost auch wieder steigen anfangen. Hier bauen wir eh noch den ersten Magnetfeldgenerator. Der sollte es dann wieder ein bisschen drosseln. Also das verlieren. Die Verlustrate drosseln. Schau mal, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Hier oben wird ja eh dann die nächste große Insel entstehen, sozusagen. Ich würde hier gerne so eine große bauen. Die sollten wir eh bald bauen können. So eine Megakuppel. Oh. Hier wird zweimal Edelmetall. Und hier wäre auch zweimal noch Edelmetall. Sind 1000. Das sind 3000. Also da oben ist lohnenswert in dem Fall. Du musst die Ressourcen einladen gehen. Wie viel haben wir hier noch auf Lager? 900. Ich überlege gerade rein, theoretisch können wir natürlich hier noch so ein Gerät hinstellen. Einen Betonextraktor bräuchte ich bitte. Den stellen wir jetzt auch hier fürs Erste hin. Ich will noch 5 Plätze für Carbon, für Müll? Scheint nicht so, ne? Meine Deponien scheinen alle voll zu sein mittlerweile. Guck mal, den exportieren die ganze Zeit bitte. Hier entstehen schon so kleine Häufchen wieder. Das ist natürlich eigentlich nicht der Plan. Schauen wir mal. Wie schaut's mit dem Generator aus? Oh, er steht schon. Das wird da gerade fertig gebaut. Cool. Das Ding schaut schon geil aus. Fährt jetzt noch hoch, oder? Schwerkrafttechnik. Öffnen Sie die Tür. Ich kann mit dem verstecktes Magnetfeld. Was hat jetzt das damit zu tun? Also an dem wird auch geforscht. Aha. Interessant. Ja, Verlust ist jetzt nur noch 1. Ist natürlich trotzdem immer noch ordentlich. Funding received.
Die Batterien sind schon alle pumpvoll. So. Neues Spezial-Hochgeschwindigkeits-Relay-Satellit. Erhöht den Sponsorenforschung. Symbolisch. Brauche ich eigentlich nicht. Ich fände besser, wenn wir... Asteroiden auf dem zerstörten Wasservorkommen verblieben. Allerdings könnte dadurch ein Marsbeben entstehen. Es könnte zu giftigen Regen kommen, welcher die Wogen quellen. Machen wir den hier. Unser ist nun online. Forschung 94%. Ah, schnell, das erste ist schon fertig. Dem fehlen auch noch ein paar Sachen. Okay. Lang gefährlich mit dem. Mit dem Platz für Gesteinsgeröll. Und wenn die jetzt langsam online gehen, dann ist es natürlich vorteilhaft. Weil die geben natürlich auch noch ordentlich dazu. Was hat denn der dabei? Warte mal, was hat denn der dabei? Oh, eine leere Rakete geholt. Okay. Auch interessant. Kann ich nicht rein theoretisch schnell aus dem Weltraumlift einfach noch ein bisschen Beton holen? Kostet eh fast nichts. 80, ja, okay, das ist ja fast nichts. Aber ein bisschen was kommt wenigstens an. Der Edelmetall-Export bringt jetzt nicht Maß. Einer dieser. Oh, schön. Schwerkrafttechnik wurde erforscht. So wäre es wahrscheinlich relativ gut. Zu weit von funktionierenden Drohnenkommandanten entfernt. Alter, ist das Ding schweineteuer. Ich hatte es mit so einer Megatrio. Die finde ich passt besser hier hin. Wir bauen erstmal hier einen Drohnenkommandanten hin. Noch so einen Drohnenkommandanten-Außenposten. Noch gleich noch ein paar mehr. Müssen wir natürlich erstmal alles verbinden. Aber das sollte kein großes Problem werden in dem Fall. So. Die
Atmosphäre, die wächst und wächst. Genial. Und ich hoffe, dass wir mit dich jetzt auch langsam mal abbauen können an Gestein. Wie viel frisst denn der? Steht gar nicht das Verschlingen pro Stunde da, ne? Schade. Schade, 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 schade. Ja, da steht, die bauen schon ab, was sie brauchen. Die kriegen alle gleich so ein Universallager noch dazu. So. Du brauchst auch noch ein Universallager. Ah, das wird schon. Das wird schon. Ja, guck mal, entstehen überall kleine grüne Flecken mittlerweile schon. Das wird doch langsam. Der Wald wächst auch hier. Ah, da drüben ist auch schon der erste Baum entstanden. Die ersten Teile, ein paar Sachen sogar. Hier auch. Hier entsteht es langsam. Langsam wird's grün. Hier müssen wir echt noch was an Außenposten für Beton machen. Vielleicht machen wir hier noch eine Kuppel und hier eine Kuppel, wäre auch mal was. So. Die Dinge machen natürlich ordentlich Strom eigentlich jetzt, ne? Von daher 800 im Plus, das sollte ja passen. Können wir das mitbrauchen oder weniger? Pflanzenvielfalt sollte eh auch irgendwann so ein bisschen von selber anwachsen. Hoffentlich auf jeden Fall. Aber wir sind ja eh... Oh, wo kommt das her? Das Edelmetall. Wo ist mein Robby da? Hol mal das da. Ich weiß nicht, warum das da gelagert ist, aber es hat bestimmt seinen Grund. Wird wahrscheinlich nicht umsonst da gelagert. Das ganze Edelmetall. Entladen. So. Flat Master Touch, die Aufmerksamkeit wird verlangt. Flat Marsotile, der Anführer der immer größer werdenden Flat Marsotile, die hat sich einen Plan ausgedacht, mit dem er, ich zittere, den Vorhang der Lügen der Marsregierung lüftet und jeden mit der Wahrheit erleuchten wird, der gewillt ist, dahinter zu blicken. Sie wollen mit einem selbstgebauten Raumschiff 10 Leute in die Stratosphäre schießen, um ein für alle Mal zu beweisen, dass der Mars flach ist. Es ist wohl unnötig zu erwähnen, dass das Raumschiff äußerst gefährlich aussieht und die Erfolgschance ihrer Mission gegen Null geht. So, das Impulsivhaus hebt mit dem Anführer der Flat-Master-Teil ab. Verliert jedoch schnell an Geschwindigkeit und stürzt wie erwartet ab. Verführer Comet hat nicht überlebt. Man kann davon ja halten, was man will, aber wenn es um Physik geht, gibt es keine eigene Meinung. Nicht nur eine schlechte Idee, sondern auch ein schlechtes Raumschiff hat sie gekostet. Shuttles überlastet. Das kann ich mir vorstellen mittlerweile.
Das kann natürlich gut passieren. Wir müssen jetzt vor allem mal hier unten die Wasserreserven an. Dann müssen wir hier oben auch noch anschließen. So, ein toter Kolonist, schade. Ja, in dieser Zeit passiert sowas leider, ne? Oh, die Hülle geht hoch, cool. Und gleichzeitig wird auch noch alles angeschlossen. Ja, die Kuppel hat noch keine Licht, weiß. Also bitte ein großer Wassertank her. Wo ist denn das große Sauerstofflager? So. Sollen die das auch noch schnell verbinden? 1,3 Millionen. Hm, auch nicht schlecht. Not bad, not bad. So, dann. Die Fliegen sind hier gerade echt nervig. Spezialprojekt abgeschlossen. Giftiger Regen, was? Dafür ist es gestiegen, wie sonst sowas. So. Independent manager of moderation, IMM, is different from the other competitors. They're not running here this in administrative region or commercial corporation. Their mission is to help, and their work is to tone everything down. The reward they ask for is simple. Peace. So. The artist representing IMM humbly reminds us of the importance of standing together. Intelligentes Apartment, 20 Leute kann's halten. So, okay. Könnte ich nicht Spitzen jetzt erstellen? Wo waren denn die? Sanatorium, Klinik. Solange sie nicht hungern. Archäologie haben wir nicht. WS. Wertet 70% des verbrauchten Wassers innerhalb der Kuppel wieder. Verwert. Oh, okay, auch nicht schlecht. Im Schwächen mit fortschrittlichen und meist menschlichen Methoden zu heilen. Mit Hilfe moderner Fernunterrichtsmethoden gewünschte Stärken bei Kindern. Wollen wir das mal? Alter, die Viecher sind heute wieder extrem nervig. Lebensmittelladen? Kunstladen kommt hier noch hin. So eine richtig schöne Kuppel werden eigentlich. So, machen wir noch ein Freilift-Ding hin. Dann machen wir noch eine Bar hin. Deiner könnte man natürlich noch irgendwo hinsetzen, ne? Was machen wir denn noch rein? Auf jeden Fall kommt noch ein intelligentes Apartment hier rein. Und dann hätte ich noch gerne einen großen Garten hier in der Mitte.
Dann lassen wir die erstmal bauen, weil das ist ja eh ein massives Ding jetzt, was hier entsteht. Du willst landen, das ist verständlich. Anomalie, So was für unseren Erkunder mal wieder. So, und jetzt brauchen wir natürlich wieder für die Edelmetallextraktion hier. So. Dann brauchen wir Lagerstätten für die Deponie. So, mit Deponien können wir natürlich dann versuchen, das Ganze hier zu richten. Aber langsam wird es schon. Geht uns irgendwas aus? Aktuell noch nicht, außer Edelmetalle irgendwie. Ah, die tun wir jetzt hier oben wieder produzieren. Was ich gerne machen würde. Die werden jetzt wahrscheinlich langsam vollgepumpt, oder? Ja, die sind schon voll. Aber die Backup-Leitung steht hier oben auch fürs Erste. Wo ist denn das jetzt? Also hier lassen wir frei. 1000 dazu, auch nicht schlecht. Wie schaut es denn mit Forschung aus? Gesteinsabfallverflüssigung. Gestände vor allem Betonung. Das ist natürlich mega geil. Das wird in Zukunft so viel helfen. Ah, die Viecher sind heute wieder nervig. Verbessert, das wird teuer, aber wir bauen es auf jeden Fall. Das Problem ist ja, die ganzen Projekte werden immer teurer. Ich muss also die ganzen Magnetschilder noch bauen, ne? Ich hätte sagen, ein Magnetfeld. Ich brauche Magnetschilde. Was natürlich wieder eine ganz andere Sache ist. Ah, das ist eine Touristenrakete, ne? Ach komm, die starten wir. Eine Touristenrakete, dann bauen wir filtern. Spezialisierung raus. Ich hätte gern Geologen, Offiziere, Mediziner und Wissenschaftler und Ingenieure. Anwenden. Starten. Keine Rakete verfügbar. Schicken wir die mal nach Hause. Einfach damit wir auch hier im Notfall das Ganze lagern können. Meteorschau. Ey Leute, ich habe immer noch keinen Schutz gebaut. Warte mal. Keine wiederkehrenden. Oh! Keine wiederkehrenden Meteoritenstürme mehr. Meteoriten sind in Sonnensystemen extrem häufig. Täglich fliegen kleine bis mittelgroße Meteoriten auf die Erde zu, doch die meisten verbrennen in der Atmosphäre, bevor sie die Oberfläche erreichen. Die Materie ist jedoch sehr dünn, deshalb schlagen die meisten Meteoriten auf die Oberfläche ein. Leider ist das eine permanente Bedrohung, die bei der Planung unserer Kolonie berücksichtigt werden muss. Kuppeln widerstehen direkten Treffern mit überschaubaren Schäden, doch alle Gebäude außerhalb ihres Schutzes sind gefährdet. Ah, ich habe es nicht geschafft. Es kommt nicht mehr. Genau.
keine wiederkehrenden. Bedeutet, ich brauche das gar nicht. Ich kann die ganzen Dinge abreißen. Ist natürlich mega geil. Weiß nicht, welche rumstehen, ist die andere Frage, ne? Warum ist denn das jetzt blau geworden? Das hat gerade seine Farbe geändert. Jetzt muss ich die ganzen Abwehrsysteme finden. Funding received. Da ist eins. Da ist eins. Ich habe doch sicher hier auch eins platziert. Hier. Wo ist denn das nächste? Giftig reden, ja super. Warum giftig immer? Seid doch mal nicht so giftig. Grüner Regen wäre doch viel schöner. So, ich muss doch irgendwo noch bestimmt einer rumstehen, oder? Irgendwo ist doch hier noch einer. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher wie eine Kartoffelpfanne. Habe ich hier einen platziert irgendwo? Hier oben habe ich doch sicher einen platziert, oder? Habe ich auch nicht? Echt? So. Jetzt ist die da oben ganz alleine, die Kuppel. Ganz, ganz alleine. Waren das nicht alle die Gebäude von den Dingen? Wahnsinn. Ich hätte echt gedacht, ich hätte mehr gebaut. So, ah, warte mal, ich habe ja zwei Raketen. Shit, was sind jetzt die... Welche davon ist jetzt welche? Dragon 2, Phoenix 1. Ich glaube irgendwie, dass das die ohne Touris ist. Funding received. Und du die mit Touris? Ich hoff's. New colonists have arrived. Ingenieur. Oh, zum Glück. Fühlt euch wohl. Und, oh, scheiße, es scheint jede. Aber wir können doch hier noch verstärken, warte mal. Verstärken, verstärken, total vergessen. Verstärken und verstärken. Ah, da kann ich spezialisieren rein, theoretisch noch. Da ist das Krankenhaus. Die Weltraumbar ist besetzt. Der Kunstladen ist besetzt. Der Einkaufsladen ist besetzt. Schaut doch alles soweit gut aus. Wir brauchen nur noch mehr Mitarbeiter. Schauen wir mal, wie viel die produzieren. Da wird es jetzt abgehen, denke ich mal. Na komm, produziert. Produce. Unsere Touristen sind jetzt auch hier unten angekommen, wie scheint. Die Rakete kann auch abheben.
Und ich bräuchte bitte noch eine Rakete. Vor allem mit Geologen. Anwenden. Warum Touristen? Hau den Touristen raus. Wenn ich noch da schon ein Ingenieur ist, da noch dabei. Botaniker, Touristen. Noch ein paar Touristen. Nehmen wir noch den Offizier mit. Und den Mediziner. Der Startvorgang läuft bei der hier, okay. Ja, aber schaut doch alles gut aus. Oh, Lagerbestand von Metall ist niedrig. Metallverbrauch ist höher, wie wir produzieren. Ja, gar kein Problem, du. Weltraumlift. Wir brauchen ganz viel Metall mal. Starten. Tun wir uns mal kurz ein Backup wieder anhäufen, würde ich sagen. Vier Lieferungen davon sollten fürs erste gleich reichen. Und dann noch ein bisschen was von dir hier. 200. Und dann nochmal 200 von denen hier. So. Sollte fürs erste reichen. Jetzt kommt dann da und... Jetzt kommt da und der Aufzug und bringt so viele Sachen, dass man ein komplettes System überfordert ist. Ich bin jetzt echt gespannt, wie sich das jetzt entwickeln anfängt. Beziehungsweise wie gut sich das jetzt verbreitet. Also Saatgut haben wir schon extrem viel mittlerweile. Holy shit. Bauen wir doch hier oben einfach auch noch mal. Was ist denn? Saatgut. Pflanzen, war da hier oben. Funding received. Einfach hier über noch ein paar platzieren. Dann wird es schon passen. Ne? So. Hier oben machen wir eine große Abdeckung. Ich bin gespannt, was passiert. Wie wartet ihr? Ups. Ey, aber wir haben wieder ein bisschen was auf Lager und wir haben nicht wirklich mal was ausgegeben irgendwie. Ah, schade, warten schon die nächsten 22 Passagiere. Wo ist er denn? Jetzt wohnen dann hier 44 Leute drin, aber wir haben ja hier so viel Platz drin. Kann ich nicht die Einstellungen irgendwie übernehmen? Pflanzentyp. Gras und Flechten. Flechten und Gras. Haben wir schon einen weiteren gebaut? Hier hinten, den hier haben wir noch. Gras und Flechten. Der hier muss auch Gras und Flechten. Wir kriegen jetzt erstmal alle denselben, den komplett selben Bauplan. Du musst dir genau merken, was, wo, wann, wie ist. Na komm, mach sie fertig. So, der hier auch. Gras und Flechten.
Du kriegst den Auftrag auch da hinten. Bin mal gespannt, wie schnell sich das hier oben verteilt. Weil hier oben haben wir jetzt sozusagen ja eigentlich voll reingehauen. Wenn man simpel sagen will. Dich habe ich schon vergeben. Dich habe ich noch nicht gemacht. Das war jetzt vielleicht noch so den Hupsala. Gras. Gut. Die fangen jetzt alle an hier. So. Starten wir doch bei jedem noch eine zweite Schicht. Dann kann sich das jeder rein theoretisch so aussuchen, wann er arbeiten will. Ah, aktuell will noch keiner, aber wie scheint. Ah, langsam schaut aber heavy aus hier. Langsam ist es doch ein bisschen heavy. Wollen wir natürlich Magnetschilder dann auch noch, ne? Was ist dann das Magnet, ne? Kennen wir was Magnetschild nochmal gewesen? Magnetschild. Muss ja auch hier irgendwo sein. Kernwärmekonverter. Terraforming-Verstärkung. Der Magnetfeldgenerator. Aha. Kostet 40.000. Und Treibstoff versorgt wird, okay. Wir haben gleich die Gesteinsverflüssigung, und das natürlich auch genial ist. Aber dann kriegen wir den ganzen Müll hier los. Oder kommt er hier oben jetzt zum Beispiel dann hin? Shuttles überlastet. Weißt du, was ich dazu sag? Erstmal hier Abflug. Zweitens. Let's build some. Drone Shuttle Hubs. Research complete. Drei Shuttle Hubs links und rechts. Na gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge schauen wir uns die Gesteinsverflüssigung an. Gesteinsabfallverflüssigung, muss man ja sagen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.